Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das freut mich. Ja, es geht jetzt weiter mit dem Wüstenkalender, also der Wüstenplatte eigentlich. Ich habe mir halt überlegt, dass nur diese großen Berge zwar gut aussehen, aber so zwei, drei kleine Highlights das Ganze halt ein bisschen aufwerten. Da ich schon gezeigt habe bei den Wüstenbergen, wie ich die Kuttplatten mache, habe ich das jetzt einfach so schnell gezeigt, also dass ich die eben ja fundiert habe, eben mit der ja, Farbe, die ich mir halt zusammengewünscht gemischt habe, die mir halt gefallen hat. Das ist natürlich völlig optional. Dann habe ich halt aus dem Garten mal wieder mich bedient und ein Hundhölzer und ähnliches geholt. Das ist jetzt das größte Base für diese kleinen Geländestücke. Da soll ein kleiner Baum hin, so ein alter Baum ohne Blätter und so, sehr düster. Ne? Was für Holz ihr da nehmt, völlig euch überlassen. Ich habe zum Beispiel die Rinde abgemacht, damit es ein bisschen trockener ausschaut, ne? von der Wüste halt gezeichnet. Hier schraube ich das Ästchen, den Baum halt eben fest. Müsst ihr auch nicht machen, ihr könnt zum Beispiel ein Stück reinbohren und da eben dann den reinkleben. Ich habe jetzt auch Geist übergenommen, weil der eben ganz gut hält und schnelle Ergebnisse zeigt. Wenn ihr mehr Geduld habt, könnt ihr ja auch zum Beispiel Holz reinnehmen. Ja, das erste ist damit grundlegend jetzt schon mal fertig. Jetzt kommt das zweite, da habe ich mir jetzt so Hafer ist das nicht, aber irgendwie so ein Getreidezeug genommen, weil ich so ein kleines Gräser, keine Ahnung, halt, ich habe da die Idee gehabt, dass es gut aussehen könnte und deswegen habe ich das gemacht. So, jetzt hier zeige ich zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, ein Loch einbohren und dann eben den ja, Ast, ein Stück Bäumlein eben reinsetzen. Das nächste ist jetzt ein bisschen was an einem Ästen hinlegen, damit es ein bisschen auch schön aussieht. Da habe ich einfach auch wieder die Äste genommen, wo ich vorhin die Rinde abgemacht habe. Die lege ich einfach so ein bisschen drüber. Muss halt nicht wahnsinnig viel hermachen, das sind einfach nur so, ja, soll man sagen, so kleine Highlights, die das Ganze ein bisschen interessanter machen. Hier mache ich so kleinere Geländestücke, um darauf dann wieder die Geländestücke zu stellen, die ich gemacht habe. Weil ich mir gesagt habe, es ist wesentlich stabiler, wenn die ein bisschen Schutz haben, als wenn ich sie einfach so reintue. Also in die Box oder so, ne? Die halt schnell kaputt ist, meistens so ein Nerv. Hier die kleinen Schritte, das ist, dass ich das zusammenklebe und dann mit Leim bestreiche, das ist ja auch schon alles gesehen. In den anderen Teilen habe ich zum Beispiel rote Schrauben genommen, um das Ganze zusammenzuhalten. Hier habe ich einfach Schachschnittspieße genommen, die ich reingeklebt habe. Geht genauso gut, hält genauso gut. Ja, jetzt wieder die ganz einfachen Schritte, dass ich das fundiere mit dieser Farbe, dann ein bisschen brushe mit Orange und Gelb. Ja, und dann ist das eigentlich auch schon wieder fertig. Muss ich dann bloß noch die kleinen Geländestücke, die ich halt gemacht habe, ja, darauf befestigen. Seht ihr auch, mache ich wieder mit Leim. Da ist halt auch, also ich arbeite halt einfach sehr gerne mit Leim, weil er halt viele Vorteile hat. Also er zieht halt doch recht schnell an und macht halt eben auch eine tolle Schutzschicht über das, was man gebaut hat. Grünzeug, was ihr da gerade gesehen habt, kommt aus einem ja, Weihnachtskrippenladen. Ein guter Freund hat mir das geschenkt, weil er das nicht mehr braucht. Ist aus Kunststoff, ganz klar, die Pflanze. Den setze ich eben auch auf so ein Base, damit es ja, besser zusammenpasst alles.
jetzt versuche ich ja, das Plastik nicht mehr so arg nach Plastik aussehen zu lassen. Ich habe mir jetzt ein bisschen ja, dunkleres Grün dran gemischt. Damit gehe ich über die Blätter und die ganze Pflanze drüber. Ja, nachdem ich das alles gemacht habe, habe ich angefangen, allen gewissen Geländestücken, also den kleinen und den großen, ja, unten schwarz anzumalen, damit es ja, nach was aussieht. Jedenfalls gerade bin ich nochmal mit ganz hellem Grün vorsichtig drüber gegangen, so dass es halt ein bisschen schöner aussieht. Also mir gefällt das Ergebnis von der Pflanze ganz gut, also ich hätte nicht gedacht, dass es so toll rauskommt. Und damit sind dann die kleinen Highlight-Blendestücke ja, fertig. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, dass jetzt keine Bilder kommen von den fertigen Teilen. Das möchte ich mir aufsparen. Und ich nächsten Video seht ihr dann die komplette Platte, also wie alles zusammen ausschaut und zusammen wird. Also Freunde, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.